Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Absturz zockt Assassin's Creed Rogue Remastered für die PS4. Ich bin Rob, ich spiele das Ganze mit euch. Letzte Folge haben wir diese Insel da hinter uns erstmal in Besitz genommen, haben sie von den Briten befreit, haben uns dieses Schiff ergattert und sind jetzt mit unseren beiden Assassinenkollegen auf den Weg hinaus in den Nordatlantik. Und ja, wir übernehmen schon mal das Steuerruder. Sie ist mein, oder? Erstes Schiff. Unser erstes Schiff. Hier. Ach, mit einem Farbklecks und ein paar neuen Kanonen kann sie sich auf den sieben Weltmeeren sehen lassen. Ganz genau. Jawohl, Freund. Komm nach. Sie ist ein Wrack, aber sie schwimmt noch. Sie heißt Morrigan. Bin ich natürlich gespannt. Jetzt müssen wir erst ein bisschen segeln. Die Merlin ruinierte den Weißen. Oh, das passt gut zu euch, Chef. Also Kanonen abfeuern. Um ihre Kanonen abzufeuern, halten sie L2 und bewegen sie R zum Zielen, drücken dann auf R2, um zu schießen. Das Ganze, wie gesagt, angelehnt an Black Flag, der Fortsetzer, also die Fortsetzung von Black Flag. Zwischen, ja, wie gesagt, Assassin's Creed 4 und Unity kam Rogue, das dunkelste Kapitel der Assassinengeschichte. Bis jetzt noch nichts passiert, bis jetzt befinden wir uns in der Haut von Shay. Shay ist Auszubildender in der Assassinenbruderschaft. Und ja, bis jetzt läuft eigentlich alles nach Plan. Bis jetzt halten wir uns alles an die Regeln. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ich hoffe, ihr ja auch. Und damit setzen wir fort. Morrigan ist eine alte Göttin, Königin von Krieg und Dunkel. Erntet die Seelen gefallener Krieger. Wahrlich perfekt. So, und ich würde natürlich gerne hier vorne das Animus-Fragment mitnehmen. Und Brandsegel setzen! Grab und Brandsegel festzum! Und die Sahnsegel ein! Okay, können wir hier nicht mitnehmen, alles klar. Jetzt haben wir's. Und wie gesagt, das Ganze erinnert sehr, sehr stark an Black Flag. Erstmal schramme ich hier überall durch. Oh mon Dieu! Mein Schiff! Ces enfants de chien! Sie geht unter! Mal sehen, wie die Morrigan reagiert, Captain Shay! An die Kanonenmänner! Okay, na dann. So, Nummer 1. Sie sinkt! Sie bricht auseinander! Feuer! Achtung, den Segel! Stoppen Sie, Mann! Naja, ich bin ja auf dem Weg. Wieso wieder daneben? Bäm! Mach ich. Das ist schön. Royal Navy. So, die müssten wir eigentlich haben. Wieso haben wir die verfehlt hier? So, hinter uns ist noch ein kleines Kanonenboot. Schade, vorbei. Die Jeffro ist schon sehr beschädigt. Das ist das Schiff, was wir hier verteidigen müssen. Ich hoffe ja, wir kriegen das noch gebacken. Sie hat lange nicht mehr gesegelt. Bereit zu schießen, Captain! Feuer! Offenbar ist dieses Schiff immerhin gefechtsbereit. Begebe mich zu den Resten der Gaffo. Der Rheinweg ist lang. Reparaturen stehen an. Singt ein Lied, Männer! Der Chevalier ist zufrieden! Oh, wir haben es tatsächlich geschafft. Wahnsinn. Das erste Seegefecht wieder nach langer Zeit. Black Flag findet ihr übrigens auch in den Playlisten. Welchen Kurs soll ich setzen, Shay? Zeit, dem Mentor Bericht zu erstatten. Meint ihr nicht auch? Weise Worte, Captain. Weise Worte. Und damit willkommen bei Assassin's Creed Rogue Remastered.
Was haben? Es ist eine Art schlummernder Virus. Mist! Ganz ruhig, ich hol sie da raus. Sorry für die harte Landung. Ohrstöpsel, okay? Pest! Sie waren im Animus. Animus, ja? Sie haben auf eine genetische Erinnerungsdatei in der Shake Hormack Helix zugegriffen. Sie arbeiten für Abstergo Entertainment, vergessen? Klingelt es da nicht bei Ihnen? Ihre Sitzung ist schlecht gelaufen und schadet dem ganzen Haus. Suchen wir den Boss. Sie wissen doch, wen ich meine, oder? Melanie LeMay, superlebendiger Überflieger? Hier, der Kommunikator. Für den Notfall. Und jetzt raus hier. Kommen Sie! Beeilung! Ja, ist ja gut. Dieses Chaos ist allein Ihre Schuld, falls Sie sich das fragen. Es wird schon alles gut gehen. Denkt positiv. Ah, hier ist Melanie. Was soll der Blödsinn? Eine Datei namens Shay Cormack war mit einem Virus verseucht. Ihr Job ist, sowas zu verhindern. Zuerst müssen wir diese Erinnerung erfassen und dann zerstören. Nein. Isoliert sie. Ich will sie noch untersuchen. Aber... Mit Verlaub, Miss LeMay. Das war keine Bitte. Sie haben's gehört. Ja. Der Strohkopf gehört mir. Einverstanden, Miss LeMay? Hey, es mag seltsam erscheinen, aber Sie arbeiten für eine Fremdfirma, angeheuert, um die Sicherheit zu verbessern. Monsieur Otzeberg und Madame Violette da Costa. Sagen Sie Violette. Ich muss jetzt unbedingt ein Pressestatement vorbereiten. Tun Sie, was immer Sie verlangen, okay? Wir, Team! Technisch gesehen war es nicht Ihre Schuld, aber Sie haben den Virus freigesetzt, also ist es nur fair, mir beim Säubern zu helfen. Mr. Berg möchte, dass wir Shays Erinnerung nachleben. Wir müssen von Helix aus darauf zugreifen. Aber die Helix ist aus. Wir müssen die Hauptserver im Keller neu booten. Mann, wer diesen Virus designt hat, ist ein Genie. Er verwehrt uns nicht nur den Zugriff auf die Cloud, er legt auch alle Betriebssysteme zur Regulierung der Gebäudefunktionen lahm. Melanie, die Aufzüge sind außer Betrieb. Stecken wir hier etwa fest? Merde, ja. Ich rufe sofort ein Reparaturteam. Auf dieser Etage arbeitet ein Server. Ich schätze, der muss reichen. Agent Da Costa, ich möchte regelmäßige Updates über Shays genetische Erinnerungen. Warum? Er ist ein Niemand, so viel ich sagen kann. Wenn Shay Cormack der ist, für den ich ihn halte, dann könnte uns dieser vorübergehende Rückschlag unerwartete Gewinne bringen. Gehen Sie zum Serverraum auf der Etage. Okay, ich gehe mal den Server reparieren. Und natürlich das Ganze an euch an Black Flag. Also schaut euch nochmal Black Flag an. In der Playlist. Aber nicht erschrecken, Black Flag war mein erstes Singleplayer-Projekt für Absturzzock Let's Play. Also die Audio war noch nicht abgestimmt etc. Es war sehr lustig, sehr, ja, spannend, wie gesagt, das erste Mal alleine moderiert. Könnt ihr euch ja wirklich auch aus dem Grund mal anschauen. Sehen Sie ein blinkendes Wireless-Signal? Ja. Gut, das heißt, Sie kommen noch ins System. Sobald der Server da ist, verbinde ich Ihre Animus Workstation mit Helix. Theoretisch, wenn Sie die Strahlen an Kernsegmenten ausrichten, ist das Problem gelöst. Aber hier wird's jetzt heikel. Sie müssen diese Kreise so bewegen, dass alle von Strahlen versorgt werden. Das Schlüsselwort lautet alle. Ein Strahl. Und nur ein Strahl pro Kernsegment, okay? Sobald alles ordnungsgemäß leuchtet, rebootet das System. Kapiert? Versuchen Sie es. Okay, also ein Strahl pro Ring. Okay, jetzt leuchtet schon mal der. Gut gemacht. Ha. Dieser Kern war nicht komplex. Aber das Rebooten der modernen Hardware im restlichen Gebäude wird nicht leicht. Kern repariert. Na, wir können's halt, ne? Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der der Gier anheimfiel und dass er mit den Templern paktierte, um einen Edenapfel zu erhalten. Ich sehe stattdessen einen schlauen und gerissenen Anführer, einen Mann, der seinen besten Assassinen, Altair ibn La'ahad, einsetzte, um die Verschwörer zu eliminieren und den Edenapfel zu behalten, um damit die Welt zum Frieden zu zwingen. Auch wenn zweifelsfrei feststeht, dass Al-Mualem kein Templer war, erscheint es mir interessant, dass seine Friedensvision eher zur Templer- als zur Assassinenphilosophie passte. In der Vergangenheit
hatten beide Seiten dasselbe Ziel. Frieden. Der einzige Unterschied war der Weg dorthin. Wäre Al-Mualem nicht von Altair getötet worden und hätte seinen Plan umsetzen können, würden wir jetzt vielleicht nicht kämpfen. Erst nachdem Altair die Bruderschaft mit seinen Idealen vom freien Willen reformiert hat, eskalierte der Konflikt und breitete sich in der Welt aus. Falls der sogenannte Weise Mann des Berges Dinge aus unserer Sicht sehen kann, gilt das sicher auch für andere Assassinen. Inspiration Al-Mualem, den kennt ihr ja natürlich, wenn ihr Assassin's Creed selber gespielt habt. Berg findet heraus, dass der alte Mann vom Berg in der Tat weise war. Also Al-Mualem war ein Weiser. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der... Haben wir ja jetzt schon gesehen, ne? Also können wir zurückgehen? Okay, nun, ich weiß nicht, ob Sie das sehen sollen. Also, Sie sollten zurück zu Ihrem Animus. Jetzt, da die Server laufen, könnten Sie auch die Rechner der Kollegen wiederherstellen, wenn Sie, nun, behilflich sein wollen. Und Sie könnten noch ein paar digitale Goodies finden, wenn Sie, nun, wenn Ihnen danach ist. Ja, ich würde jetzt gern die Rechner zum Laufen bringen. Hey, ein Mitarbeiter hat seinen Kommunikator am Aufzug verloren. Wenn Sie da Geräte rumliegen sehen, nehmen Sie. Vielleicht geben Sie uns einen Hinweis. Nun, da Shays Erinnerungen freigeschaltet sind, stehen wir kurz vor einer großen Entdeckung. Da haben wir den Kommunikator gefunden. Robert Fraser. Hi, jetzt passt ja, ne? Oder? Hi Rob. Sie sind mir wärmstens empfohlen worden, dankeschön. Und ich finde es ganz toll, Sie in unserem Studio zu haben. Da freue ich mich natürlich auch. Ich möchte Sie auf ein besonderes Projekt von mir ansetzen. Ihr Thema heißt Arnaud Dorian. Haben wir gespielt? Seine Geschichte spielt sich während der Französischen Revolution ab. Ich möchte, dass Sie so viel wie möglich über sein Leben herausfinden. Das Ziel besteht darin, den hohen Tieren von Abstergo nächsten Jahr einen Blockbuster zu präsentieren. Daher ist das Projekt naturgemäß super geheim. Ihr direkter Supervisor wird Aiden Sinclair in Kopie sein. Sie dürfen das Projekt nur mit Aiden oder mir selbst diskutieren, da Sie wahrscheinlich ein paar Überstunden in Ihrem Animus abreißen werden. Habe ich eine wöchentliche Pflichtsitzung bei unserer Psychiaterin Dr. Biabo angeordnet, damit Sie nicht unter dem Bleeding-Effekt zu leiden haben. Willkommen bei Abstergo. Ja, haben wir gespielt. Haben wir also erledigt. Sie haben Fragen zu Ihrer neuen Aufgabe oder zu mir. Vorerst verrate ich nur, dass Shays Geschichte die Antwort birgt. Guter Fund. Ich an Ihrer Stelle würde nach pikanten Details suchen. Aber ich bin eine schreckliche Person. Shay wird Sie zu einem tieferen Verständnis führen. Also Shay wird uns zu einem tieferen Verständnis führen? Das ist schon mal sehr gut. Ich hatte hier aber vorhin noch einen Kommunikator rumliegen sehen. Ich weiß nicht, habt ihr ihn auch gesehen? Hier, guckt mal, hier auf dem Stuhl. An Jean-François Brunet von Melanie Lemay. Keine Ahnung, wie ich es höflich ausdrücken soll. Also nimm's bitte nicht persönlich oder werte es als Kritik an deine Arbeit. Du bist ein Star, aber ich finde, das Skript für ein komplettes virtuelles Feature über Loreno Torres ist das langweiligste, das je auf meinem Schreibtisch gelandet ist. Sorry, Melanie. Ja, Torres kennt ihr natürlich auch. Und zwar aus Black Flag. Und Torres war Templer. So, jetzt aber nichtsdestotrotz. Können ja eigentlich noch ein bisschen rumsuchen, ne? Vielleicht finden wir noch irgendwas. Jetzt hier mal in der Ego-Perspektive spielen, ist auch mal ganz interessant. Hat hier noch jemand fluchtartig seinen Kommunikator liegen lassen? Hallo? Toiletten. Aha. An Aya oder Ajay Rana von Melanie Lemay. Hallo Ajay. Es sieht so aus, als könnten wir Animus Tech nutzen, um eine digitale Version von Monima zu... Das
zu erschaffen und die Produktion von Ihnen, Ihrer Besetzung und deinem ganzen Team nochmals mein Beileid. Immerhin können wir Monima den glamourösen Abschied bereiten, den sie verdient hat. Wenn alles unter Dach und Fach ist, würde ich mich gern darüber unterhalten, wie wir MySortec für die Konvertierung anderer traditioneller Unterhaltungsformen, also zum Beispiel Konzerte und Sportveranstaltungen, zu vollwertigen Animus-Erlebnissen nutzen können. Also ist ganz spannend hier mit den Tablets, die Tablets zu finden. Aber ich denke, wir kehren mal zurück zum Animus. Und ich werde die ganzen Tablets mal offline suchen. Es sei denn, es interessiert euch, dann schreibt es mir natürlich in die Kommentare. Ist eben viel zu lesen, aber wir haben auch viel Zeit. Guckt mal hier, Black Flag. Das Buch. Ach, wie geil. Ein paar Easter Eggs sind hier definitiv dabei. Schaut mal. Far Cry 3, Splinter Cell, das Assassin's Creed Zeichen neben Far Cry, okay. Hier haben wir Assassin's Creed 3, hier haben wir die Chronicles. Entschuldigung, aber das dort sieht eher aus wie Uncharted, ne? Also hier nochmal Far Cry 3. Ihr wisst ja auch ungefähr, wann das Spiel rauskam. Ah, schaut mal, hier haben wir doch, haben wir auch gespielt in DLC. Ja, auch nochmal Far Cry 3. Abstergo-Hefte. Oh, nicht schlecht, was man hier alles findet. Ein paar kleine Easter Eggs definitiv dabei. So, und ach ja, unser Kommunikator. Ey, wir hatten Edward Kenway darunter geschmissen. Ihr Ratten. Zahle ich euch heim. Die Farbe der Umrandung ihrer Minikarte zeigt ihren aktuellen Konfliktstatus an. Rot, sie befinden sich in einem Konflikt. Gelb, ihre Gegner sind alarmiert und suchen nach ihnen. Trophäe erhalten, war ich das. Davenport-Ansiedlung, die kennen wir auch. Das ist verdammt lange her. Achilles. Adewale. Wie stehen die Dinge in der Karibik? Ziemlich schlecht, fürchte ich. Ich glaube, wir sollten uns darüber in Ruhe unterhalten. Kommt. Wer ist der Mann? Das ist Adewale. Er war Sklave und hat sich und hunderte seiner Brüder in der Karibik befreit. Der Mann ist die lebende Inkarnation des Kratos. Aha. Sollen wir trainieren? Bald. Vorher habe ich noch zu tun. Erzählt, was geschehen ist, alter Freund. Es war schrecklich, Achilles. Die Erde bebte und Riesenwellen überschwemmten Port-au-Prince. Wie viele starben? Tausende. Keine Familie blieb verschont. Ich hasse praktische Erwägungen in Zeiten wie diesen. Aber hat Macondo als Mann seine Aufgabe vor dem Beben erfüllt? Ich weiß es nicht. Vendredi wurde nicht gefunden. Er war ein starker Maroon, einer von Macondals besten Schülern. Eine Schande. So wissen wir nicht, ob er die Stätte fand. Leider. Aber wenn unter den Wellen ein Tempel war, steht er wohl nicht mehr. Und die Artefakte, die den Weg wiesen? Gestohlen. Die Templer haben das Chaos genutzt. Sie nahmen das Manuskript und die Schatulle. Ich jagte sie auf See, aber verlor ihre Spur in New York. Wir müssen die nächsten Schritte planen. Wer Adewale nicht kennt, kann sich natürlich auch den Schreiner Freier DLC anschauen. Findet ihr auch in der Singleplayer, also Action und Abenteuer, glaube ich, heißt die Playlist. Ja, müsst ihr mal reinschauen. Ich werde das Ganze nochmal aufräumen. Ich werde mal Assassin's Creed als einzelne Playlisten machen. Und wer Achilles nicht kennt, der muss unbedingt Assassin's Creed 3 spielen. Achilles ist der Meister von Connor, dem Helden aus Assassin's Creed 3. Also sehr, sehr viel. Liam erwartet euch. Schon gesehen? Eingefügt hier. Aber aus den anderen Spielen, um die Geschichte eben nahtlos zu übersetzen, ja, oder zusammenzuknüpfen. Und wir haben es ja auch vorhin schon gelesen. Ja, ich komme ja schon. Arnaud Dorian wird auch bereits schon erwähnt. Wie gesagt, Rogue spielt nach Black Flag und vor Unity.
So, und hier haben wir das Trainingsgelände. Und das machen wir heute noch, das Training. So geht das nicht. Oh, was habe ich verpasst? Nur die erste Trainingsstunde. Wir trainieren ständig, Kesego Wase. Und genauso wird das auch weitergehen. Spar dir deine Worte. Shay scheut das Lernen wie der Teufel das Weihwasser. Hey. Zum Heulen, der Bursche hat so viel Potenzial. Aber so wenig Disziplin. Schon gut. Schon gut. Was soll ich für euch tun? Sehr gut. Von Hope lernen, von Liam lernen, von Kasego Wase lernen. Okay, machen wahrscheinlich zuerst Liam. Und? Was steht denn heute an? Gut und gerade schießen. Hier, benutzt diese. Das sind eure. Nun, ihr solltet wenigstens eine halbe Chance haben. Na los. Okay. Schusstraining. Nehmt euch ruhig Zeit, aber nicht zu viel, denn es gibt noch mehr zu tun. Nachladen. Nachladen. Aus dem Stand kann jeder Ziele treffen. Mal sehen, wie es im Laufen ist. Okay. Hallo. Beeilung. Ja, ich beeile mich, ja. Nachladen. Sekunden noch Zeit. Die Zeit läuft ab. Ja. So, haben wir geschafft. Gut gemacht, Shay. Weiter so. Ihr macht das sehr gut, Shay. Lasst euch bloß nicht aufziehen. Sie meinen es gut, auch wenn sie es nicht zeigen. Ja. Mal schauen, was hier zu lernen gibt. Na, endlich taucht ihr auf. Es liegt mir fern, eine Dame warten zu lassen. Ich bin keine Dame. Vergesst das nicht. Ich bin euer Lehrer, euer Bester. Nun, einiges davon ist wahr. Was werden wir machen? 1000 Wege studieren, Leben zu nehmen. Ihr beiden, macht euch nützlich und achtet auf Shay. Während Hopes Mission unentdeckt bleibt. Könnt ihr völlig unbemerkt töten? Natürlich. Südlich. Ich bin überrascht. Ihr wisst augenscheinlich, wie der Hase läuft. Ja, ich muss nur oben, Shay. Aufpassen. Aus der Luft zu töten ist höchst wirkungsvoll. Dass die zwei mich nicht sehen hier. Der kommt jetzt hier rum, den darf ich auch nichts tun, leider. Versteckt euch tief unten im Busch. Halt! Seid geduldig und ihr trefft euer Ziel. Ach Mist, ich wurde doch entdeckt. Okay, dann das Ganze nochmal. Ja. Das ist natürlich ein Mist jetzt, dass ich entdeckt wurde. Die zwei dürfen Bleibt mich jetzt wieder nicht Ecke sehen. An und euer Ziel wird nie erfahren, was es tat. So, jetzt haben wir wieder die Ziele. Jetzt müssen wir natürlich warten wieder. Ach, das ist gemein. Greift an einer Ecke an und euer Ziel wird nie erfahren, was es tragt. Absicht.
brillant. So, ihr seht also, ich bin voll konzentriert. Jetzt muss ich warten, bis der darum geht und der darum geht, genau. Greift an einer Ecke an und euer Ziel wird nie erfahren, was es tragt. Dann laufen die beiden in eine Richtung. Beim Sprinten töten. Okay, wo sind die beiden? Der kommt wieder hier rum. Der ist wieder da oben und dann gehen beide weg und dann kann ich losrennen. Alles klar, krieg mal hin. So, jetzt gehen die zwei in eine Richtung. Greift an einer Ecke an und euer Ziel wird nie erfahren, was es tracht. Absolut brillant. Ihr wart besser als erwartet. Danke. Ihr seid in der Tat viel besser geworden, Shay. Oh, lasst es euch nicht zu Kopf steigen. Und jetzt müssen wir noch zu Kasegewage. Andersrum, Kasegewase. Shay, folgt mir. Ihr müsst lernen, im Grenzland zu überleben. Ich denke, bisher stelle ich mich ganz gut an. Vielleicht. Aber ich kann euch mehr lehren. Na dann, bin ich mal gespannt. Was er mir noch beibringen möchte hier. Okay, das wird jetzt ein Rennen. Über die Bäume. So ähnlich wie bei Assassin's Creed 3, als wir mit Connor das Jagen üben mussten, da mussten wir auch durch die Bäume rennen. Da gab es sogar eine richtig coole Belohnung dafür, wenn man das geschafft hat. Es wird Zeit für die Jagd. Ein Tier ausfindig machen, okay. Und da habe ich es vorhin noch gesagt. Das Jagen. Ja. Benutzt alle eure Sinne zur Beutejagd. Ich höre die Steps. Dame ist hier. Töten darf nicht grundlos sein. Wir müssen nutzen, was die Natur uns gibt. Gut, jetzt benutzt, was ihr der Natur... Das Anfertigungsmenü. So, wir können das Pistolenhalfter anfertigen. Ja, aber sehr geil. Damit haltet ihr eure Pistolen bei euch. Achilles muss euch noch etwas zeigen. Ja, das ist doch wunderbar. Mit Achilles treffen. Und ich denke mal, das machen wir in der nächsten Folge. Training absolviert. Abstergo absolviert. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Dran geblieben. Reingehauen. Und ja, ich warte natürlich auf euer Feedback, ob euch das Projekt gefällt. Oder ob ihr sagt, naja, okay, so toll ist es nicht. Also, liebe Grüße, euer Rob.